Juniorenklasse, in der Trauerklasse, kommt er sich qualifizieren. Das Endekamer-Team in der 181er Startnummer. Die Kirsten Rübig ist dabei mit der Trauer Zübel. Kirsten Nightmare Racers sind dabei mit der 801. Kirsten Müller ist dabei, Captain Racing mit der 1033. Die Kübel sind dabei mit der Führerbohnung. Wir haben die Black Drivers Grimmersdorf mit der 766. Die 51 der Ole, ohne Team registriert, ebenfalls mit Drille im Finale. Und Justin von Karlsruhe ebenfalls qualifiziert für das Finale. Ja, wir sind bereit für das erste große Finale in der Titel von Himmel. Es geht los mit den Jungen, Trabant-Finale, das erste große Finale an diesem Wochenende. Wir werden die Jungen-Trabant-Klasse in den Titel von 1 bekommen, 20 von nach Hause. Schreibt uns die Jungen. Jetzt heißt es sich erstmal mal gut positionieren, noch vorne dabei zu sein. NBK Racing scheint hier die Führung zu übernehmen. NBK Racing auf Platz 1 momentan unterwegs. MK2 Racing auf der Tour. Jetzt kommt die Verschmiede in den Angeführung. Und der zweite Fahrer ist vorne mit dabei. Es kommt die Entscheidung hier bei den Junioren und das NBK Racing Team vom Start an vorne. Startziel zu einem Junioren zu werden für das NDK Racing Team. So schaut es aus. Es ist kaum zu glauben, aber er fährt hier ein magnetisches Team. Wir laufen auf der Tour mit 238 und mit dem Skinner-Racing. Dann kommt der Verschieder auf der Tour mit 256. Hier ist dabei Janik Müller ist das von den Black Drivers. Dahinter dann noch die Frühmäuse mit ihrem Fahrzeug mit der 409. Aber das sieht nach Startziel aus. Das soll man sich sehen. Wir sind an der genauso wie die 266 Black Drivers Grimmersdorf mit dann noch die Hürmäuse und die Kalios ausgehen. Zieht der Bude, auf 5 das Radio Racing Team und auf 6 die Bühne. Über die Ziele, so weit so gut hier in der 10. Division-Klasse.